funzt alles. Na dann. Auf geht's. Spielen wir weiter. Wo wollte ich das letzte Mal aufgehört haben? Im Dunkeln bei den Wölfen. Also erstmal die Störung kapieren. WASD mit ihm. Und Maus das mit ihm. Der eine macht Leertaste und der andere macht Steuerung. Aha. Hau ab, böser Wolf. Ach, da habe ich, bin ich auf beide Wunds. Da ist jetzt die achte. Ich kann ihn auch nicht zurücklassen. Da muss man ein bisschen hinterherkommen immer. Die müssen natürlich nachts jetzt loslaufen, statt sich irgendwie. Die Nacht irgendwie aushalten und im Lager bleiben. Oh nein. Oh nö. Verpiss dich, Wolf. Hier gibt's nichts zu essen für dich. Wir sind kein Essen. Ein Friedhof bei Nacht. Aber zumindest hier irgendwie Licht. Ich weiß nicht, ob es gerade unbedingt besser ist, auf den Friedhof zu gehen nachts. Wir wissen, dass es in dieser Welt sowas wie Riesen und Trolle gibt. Das heißt, Untote sind hier vielleicht auch gar nicht so unlogisch. Deswegen läuten wir jetzt mal die Glocke hier. Weil genau das sollten wir machen, nachts, die Kirche. Ja, auf dem Friedhof, auf uns aufmerksam machen. Und die Untoten uns sehen. Der Kleinen sprechen oder was? Ei. Wen Hadi Ari? Da haben wir unseren Passier schon vorgezeigt. Da kommt es der, wenn man nicht durchlässt. Friedhofswärter. Einen nach dem anderen. Oha. Sehe ich doch zwei Fackeln. Ein kleiner Trunk doch hier. Was hätte ich denn machen sollen? Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ja, wenn das ab und zu mal ein bisschen holprig ist, so ein bisschen. Wenn ich mit denen mal in eine andere Richtung laufe. Ich steuere die unterschiedlich voneinander. Also ich nicht steuere die gleichzeitig, also ich muss beide steuern. Die einen mit der
Mit der einen Störung, den anderen mit der anderen Störung. Wen Hadi Ari? Die stellt auch keine Fragen, bestens einfach durch. Dann wird irgendwie so ein obersten Befehl irgendwie von einem obersten Kleriker oder so, keine Ahnung. Keiner muss sich irgendwie was holen. Ich glaube, wir müssen uns irgendwann im Licht festhalten. Wir sollen einfach nur schwimmen. Okay, wir haben es geschafft. Erstmal hinsetzen, eine Runde ausruhen. Oder auch nicht. Und wo geht's jetzt weiter? Achso, ich musste halten. Oh gut. Nee. Da kam er gerade her. Da sind wir nicht lang. Da waren wir gerade Ausguck halten. Richtig lang. Okay, hier rüber sollen wir. Ja. Ach, der hat falsch losgelassen. Beide Störungen gleichzeitig. Ach, verdammt. Was war daran jetzt falsch? Okay, springen müssen wir eigentlich. Und was loslassen. Also jetzt der andere. Stück für Stück. Oh no. Ist das so gewollt? Ja, scheinbar schon. Der kann noch nicht schwimmen.
Was soll denn das werden? Das wird sehr günstig. Große Güte. Was zum Kuckuck. Das jetzt neben den Bäumen nicht greifen oder was? Was mache ich jetzt dagegen? What the fuck? Ist das die nicht copyright verletzende Version von Ends? Böse Baumstimme, die mich. Ja, aber wie? Kann ich mit ihm irgendwas machen? Ah, okay. Ich kann hier. Ah. Jetzt kann ich ihn dran vorbeitragen. Ins Krabbler spielen. Okay, was haben wir jetzt hier? Jetzt haben wir hier wirklich einen Riesen. What the hell? Ist das ein Albtraum oder was? Was ist los jetzt hier? Naja.
Messung genommen. Jetzt muss doch ein Albtraum von dem großen und dem kleinen sein. Können wir dann irgendwas machen? Nicht gedacht. Komischer Albtraum. Nach diesem merkwürdigen Traum ziehen wir wieder weiter. Es wäre nichts gewesen. Maruhadi! Da! Elo! Elo! Können wir ihn noch befreien oder so? Keine Ahnung. Walila, Hayi. Un, Ria, Sa. Wie hoffnungslos muss er denn sein? Oh je. Jetzt lass mal den vom Stich. Eine schöne Hilfe sind wir. Aber wir müssen weiterziehen. Das läuft eher andersrum. Aha. Verstehe. Wir müssen jetzt dann gleich mal rüberspringen. Wir drehen noch eine Ehrenrunde. Oh, verdammt. Oh, hat aber geklappt. Stummlicherweise. Wirklich gelandet. Ah, sehr schön. Geht. Und weiter geht's. Untergrund überwinden.
Hier können wir den Ausblick genießen. Oha. Eine große Festung voraus. So, wir schleichen wir mal um die Ecke und herziehen. Haben wir den Ort gefunden, wo wir hin wollten? Kommen wir etwa schon am Ziel unseres Abenteuers an? Ich habe gehört, dass das Spiel kurz sein soll, aber so was jetzt schon in einer Stunde abhaken. Oh, Ziegen reiten. In die Freiheit. Wettreiten oder was? Uff. Ziehen können jetzt hier lang oder was? Uff. Die Steuerung ist ja brutal, sag ich dir. Erfolgreich hochgebracht. Da wären wir. Hey, an der Horn. Ein verrückter Wissenschaftler. Der sein Fluggerät dort. Dem soll er auch schnell zur Festung dann rüber. Da habe ich schon Angst vor. Wenn wir fliegen müssen, dann sind wir ganz am Arsch. Dann brauchen wir die Mutter, das Zahnrad. Ja, geht's auch. Einfach werfen. Ich muss jetzt hier nicht runter. Shit.
Du bist ja schon. Ja. Wir haben es doch erfolgreich rübergeworfen. Kriegen wir das Ding jetzt gemeinsam. Kannst du ihn noch fallen lassen? Der große Bruder kennt das scheinbar. Ach da! Da müssen wir beide ran. Der kleine Bruder vielleicht. Mit der Schraube da drüber. Ah, da kann sie werfen. Zahnradschraube. Na komm. Das wird wieder so eine langsame Sache. Das ist mit dem Fahrstuhl. Stunden später. Fliegt sich da überhaupt irgendwas? Muss ja irgendwie. Weg nicht, wenn es vorbei ist.
Sonst zu. So, weiter geht's. So, jetzt ziehen wir da was mitnehmen, Zahnräder. Ich verstehe nicht, was wir da jetzt machen sollen. Na je, oh! Wenda hi, alla tia? Ia, Mali! Sa! Okay. Müssen wir dann wahrscheinlich noch irgendwas mit der Maschine da oben machen. Da drüben müssen wir landen. Dann hier hinein und dort hinauf. Das soll doch schon schief gehen. Oh, ich steuere jetzt durch das Abgeschande. Links und rechts. In den Tunnel rein oder was? Könnten wir ein bisschen nach oben ziehen. Und ein bisschen nach links. Puh. Okay. So nicht. Einmal abspringen. Erstmal abspringen. Oh Gott. Ich kann das nicht. Es ist doch zu blöd, um wahr zu sein. Wo läufst du hin?
nämlich Leertaste und Steuerung loslassen. Müssen wir die Höhe regulieren? Ja, schon ein bisschen. Ich sag, das wird eine Katastrophe. Nicht loslassen, ich nur nicht nach links nicht loslassen. Da müssen wir noch steuern. Und jetzt nach links und ich loslassen. Puh, das wird ein Krampf. Ein Krampf in meinen Fingern. Irgendwas auf die Tastatur legen ist leider auch nicht die Möglichkeit. Nur nicht loslassen. Ach, jetzt sowieso scheißegal. Man ist eh verkackt. Meine Fresse, wie soll man das denn steuern? Jetzt, da seht ihr das Problem hier mit dem Stockungsset wirklich, man muss halt doppelhändig hier beide Hände wirklich miteinander arbeiten. Links, 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 links. Rechts, 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 rechts. Links, 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 rechts, 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 links, 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 rechts, 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 rechts. Oh Gott. Auf nach Burg Wolfenstein. Was soll denn das werden, wenn es fertig ist? Rechts, 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 links, links, links. Und hier aufsetzen. Nicht? Ach, come on! Das kannst du nochmal von vorne. Checkpoint während zwischendrin wäre doch mal wär nice gewesen. Komm schon. Uff. So weit gekommen. Das heißt links, oh Gott, nicht auch, oh, ja, fuck. Puh, ha, ha, hi, ha, hi.
Okay, ist man den einen. Welchen? Den hier? Dann den anderen? Links, 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 links. Rechts, 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 rechts. Oh Gott! Losgelassen. Steuerung und Leertaste niemals loslassen. So. Nein, irgendwo steuerst du den hin. Also manchmal verwirrt mich die Steuerung ein bisschen. Spiel's doch selber besser. Macht's besser. Und ich sag, oh Gott! Nicht loslassen, verfickte Kampf da Daumen. Mit anderen Finger. Und der Tast ist halt ein bisschen. Ja. Und der Tast liegt halt für den Daumen praktisch. Muss A und D mit. Das wird. Weiß nicht, ob das besser wird. Ist auch ein Krampf. Links, 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 links. Rechts, 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 rechts. Nicht loslassen. Oh nein, 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 nein. Okay, ich nehme doch lieber den. Den Arm da oben. Unter, oben links. So, hier und. Sieht so einfach aus und es ist. Die Steuerung ist ja wirklich. Weiß nicht, ob da. Gamepad habe ich sowieso nicht. Controller. Sieht so leicht und unbeschwert aus. Rüber, 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 rechts, 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 rechts. Pure Hölle hier, dieses Level. Wir waren doch schon fast da, wir waren fast da und dann diese blöde Felsen dort. Das ist doch. Heißt man. Finger. Tricks, Finger. Verspannung. Es wird halt auch nicht besser. Öfter man das versucht, desto verkrampfter die Finger. Rechts.
Boom. Muss die Leertaste loslassen. Schmerzen. Hey, Lama. Wir kommen rüber hier. Ah, puh. Mein Armfinger. Das war das Fluggerät von dem alten Mann geschrottet. Kann nicht erfreut sein. Oh nein! Bitte nein! Was hast du vor, Glenn? Ich habe Angst. Sind die beiden festgebunden? Oh nein. Das wird doch immer wilder. Oh no. Jetzt kann er hier loslassen. Hallo. Na komm. Oh nein! Ich hab's schon befürchtet. Und dann mal von vorne. Große Güte. Machen Sachen.
Scheiße, da muss erstmal weiter. Na komm, ja, no. Puh. Zippen wir erstmal. Ich kann erstmal nicht komplett mit in diese Richtung gehen. Nehmen wir, müssen uns auch zusammenbleiben. Der Vorteil ist, wenn einer runterfällt, kann der andere nachziehen. Ach, schon, da sind wir jetzt ganz rüber oder was? Im Stream echt lustig aus, immer. Da bin ich mir sicher, dass es echt lustig aussieht. Aber. Schon. Ich kann mich nicht den ganzen Tag festhalten. Prügel selten. Und dann müssen wir noch weiter. Man noch bestimmt den hier machen. Und einen Überschlag. Ich kann mich nicht den ganzen Tag festhalten.
Ah, jetzt kann ich hier schwimmen. Oh no. Nicht gut. Der sich hier irgendwo festhalten. Ach. Und ach, Schienengacken. Dreck. Bin ja ganz unten. Die Spiele machen nicht aggressiv. Nein. Blödsinn. Als ob der jetzt gestorben ist, als ob der jetzt gestorben ist. Ich raste aus. Ich glaube, mein Schwein tanzt in der Paloma. Festhalten. Jetzt lässt du mal los. Und kannst du mal festhalten. Warte mal, nicht springen. Das kann ich vielleicht hier. Und er auch. Ja, sehr schön. Beide oben. Das sieht so aus, als müsste man nach links. Nö. Ja, wo läufst du denn? Da! Atta! Ja, da, hier hoch. Ja. Und zack. Zack, nee. Jetzt auch. Wieso nicht? Steuerungsstand-Signal. Hier bist du. Jetzt lässt er hier los. Wird hier rübergeschleudert. Jetzt lässt er hier los. Wird er hochgeschleudert. Hoffentlich. Kannst er hier hoch und wird da hochgeschleudert.
Oh oh. Das ist gar nicht gut. Atta! Sind wir in einem Riesenschloss oder was? Och nö, ey. Hört das denn nie auf? Ist doch klar. Ach, guck mal, wie hoch wir schon gekommen sind. Da unten waren wir am Anfang. Nicht am Anfang, aber. Bevor wir hier hochgeklettert sind. Was ist das? Ein kleines Häuschen. Steht natürlich die Frage, sind wir winzig klein bei einem riesig groß? Mit dem wir jetzt schon riesen rein wollen. Das normal große Menschen hier. Einfach Zwerge. Winzlinge. Zwerge ja nicht. So, wir sind noch relativ groß. Vergrößerungsglas. Jetzt haben wir das Seil nicht mehr. Was sollen wir da denn mit zukommen? Und Vogel. Die Käfig müssen wir wahrscheinlich loswerden. Oh, oder muss durch den Käfig durch. Und einmal hier rüber. Danach müssen wir wieder fliegen oder was? Bitte nicht. Jetzt muss ich hier runter oder was? Ja, was soll ich denn? Naja! Ich bin auch gar nicht mit dran. Ja!
Ja. Ich hätte meinen Käfig irgendwie zur Seite packen müssen. Kommen wir jetzt hier hoch. Den kommen wir da gar nicht lang, wenn der Käfig da im Weg steht. Was ist da passiert? Der Großbruder ist flöten gegangen. Ja, was denn? Jetzt hier vielleicht. Ah. Na komm weg dort. Was da runterkommt. Ist keine Bockenfeier zu sein oder wie? Du siehst aber blutig aus. Und wer hat dir da wehgetan? Der Vogel ist noch in der Lage zu fliegen. Scheinbar ja. Kein Fluglevel. Wollte man nicht in den anderen Turm rein? Wollte man wohl hier rüber. Ja, das ist doch ein guter Moment, mal eine kurze Steampause einzulegen. Kurze Kaffeepause, Toilettenpause. Dann geht's gleich weiter. Spielen wir noch ein bisschen. Vielleicht das wird das Ende. Mal schauen. 3-4 Stunden soll das Spiel gehen insgesamt. Davon haben wir, glaube ich, jetzt schon knapp 2,5 rum, also allzu lange dauert es gar nicht mehr. So, kurze Pause, gleich geht's weiter. Bleibt dran. Wird ja hier noch spannend. Ist hier immer sehr spannend. Das wird nicht langweilig, das Spiel. Bis gleich. Wie dumm sind wir eigentlich?
Ich meine, man hätte am Rohr hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber... Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen darum Schlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Edna bricht aus, um Edna bricht aus zu zitieren, kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaub, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sich anlaufen und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo, warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Tja. Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich oh nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Mal das Baumfällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine, wir haben eh unbegrenzt Dynamit, von daher, warum solltest du es nicht tun? Sorry. Ja, natürlich. Ja. Diese Grundsetzung. Ein bisschen der Feingefühl in der Stimme. Ja. Gute Nacht, Alice. Schlaf gut. Und spricht das so, als würde sie dir was bedeuten? Ja. Bin ich in Hogwarts drin? Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Die kann ich euch mal zeigen. Damit kann man etwas, was vom Spiel gar nicht vorgesehen ist. Hier mal landen.
schaut mal, wo wir sind. Der Gryffindor Gemeinschaftsraum. Gryffindor Schlafsiedler, um genauer zu sein. Parfüm, Gryffindor Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingepackt. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Gemeinschaftsraum von Gryffindor. Wir haben jetzt sogar Flohpulver gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Fast kopflose Nick. Das ist fantastisch. Schaut euch hier um. Die Gryffindor Gemeinschaftsraum. Sie als Hufflepuff hier immer sein würde. Es muss doch irgendeinen Hinweis darauf geben, was damals wirklich passiert ist. Irgendetwas, was meinen Vater entlastet und Dr. Marcells falsches Spiel aufhält. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist. Und wie man dieses Ding hier erklärt. Na toll. Hat niemand gefragt, ob der überhaupt Auto fahren kann. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was, wenn deine Wirbelsäule aus Forte ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Am Schiff Flash hat großes Brechern. Nein, wir müssen unseren Metapher und Ketchup und so weiter. Nein. Der Scheißvater. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Willst du dein Kind nicht wehtun? Was für ein böser Vater. Diese Drohung mit alles. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub ich. Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süßer. Halt's Maul, Arsch Gesicht. Lass uns kommen, geh, lass uns gehen. Oh ja. Ich darf. Mist, sag ich. Ja, heul doch nicht rum. Na komm, angefasst. Ein Monster! Ja, verpiss dich. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover.
Na, sehr toll. Haben sie in der Zeitmaschine verpflanzt. Erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung. Ich hab die hergelockt. Du musst sie überwältigen. Die haben mich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Ich bin aber auch draußen. Ich bin auch draußen. Verdammt. Ich bin bei dir draußen, Morty. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du es gemacht? Ich habe ja mit dem Flint abgenommen. Bist du alter Mann. Du hast ihn weggerammt und hast ihm die Kanone geklaut. Ja. Und jetzt holen wir uns die Pferde. Ja. Haben die noch ein paar Cowboy-Hüte? Das war ein alter Mann. Natürlich habe ich dem die Flinte geklaut. Du hast ihn weggetackelt und dann von hinten. Das ist... Ich hab ne Flinte. Das sieht unser aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler. Ich hab mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Cowboyhüte. Oh. Oh nein. Wie kriegst du das Bild? Wundervoll. Wo sind Cowboyhüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Da ist ein Schrank zum Umziehen. Ich setze. Ich zieh mich um. Ja, ich komm gleich. Kann ich auch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh! Nein! Ja! Ich hab ne Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott. Ich hatte recht. Morty, zieh du mal deine Häftlingskleidung aus. Ja, ja. Sofort. What has he done? Flame is good and death. Trash my game. Funktioniert. Legend of Secrets. Ist halt leider viel zu realistisch. Free to play, oh nein. Ist ein Free to play Game. Das haben wir ein bisschen neue Optionen zu übertragen. Starten wir das Spiel. Das ist kein Spiel. Wenn er etwas könnte, wenn Zugriff auf deine Fotos, Dokumente, Bankkonten und den Sekretärin mit Vergnügen. Stimme den Geschäftsbedingungen zur Artikelleistung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Spieldienste in diesen Geschäftsbedingungen zuzustimmen, insbesondere stimmt er zu, so viel sein Geld wie möglich für kostenpflichtige Spielen zu geben, sein Erbe zu verschleudern, Abenteuer, bla 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 bla. Ich habe den Vertrag in Kriegsbestimmung gelesen und meinem Blut unterzeichnet. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja. Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha.
Also 22.30 Uhr kommt heute Show, die würde ich gern gucken. Bis dahin. Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Das sind noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Mach mal ein hübsches Muster draus. So kaputt, dass wir da wirklich jetzt ein Muster draus machen. Weiß nicht. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte am hochklettern können, sich da draufstellen und dann da hoch, aber. Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen Sperrumschlüssel. Mhm. Oh nein, das machen die ernsthaft, oder? Gehen wir zurück. Oh mein Gott, sind die... Und die beiden brechen aus! Wollen wir nicht... Ausgerechnet die beiden! Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ich glaube, es wäre sinnvoller. Also, da lernen die vielleicht noch was. Jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ja. Das ist überhaupt nicht auffällig oder so. Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, du kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann sollst du vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier für dich ist. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, der Plan 100 Liegestütze am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Faust ist sinnvoller als das. Sie anlaufen und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind günstig steht. Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so. Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als Signal werten. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Es fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du solltest das nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha, okay. Und linke Maustaste. Ich glaube, ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Ich habe gerade einen Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen, deswegen habe ich oh nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. So. Dann spielen wir noch ein bisschen weiter, würde ich sagen. Die fühlen wir ein bisschen ausgeruht. Und weiter geht's. Läuft es schon wieder? Ja. Weiter geht's nach der kurzen Pause. Zu kurz ist sie gar nicht, aber ich sag trotzdem immer kurze Pause.
der Riesen in der Schlacht kämpft. Da wäre doof. Ich frag mich eigentlich, wo wir überhaupt hin wollen. Also richtig ein Ziel. Ja, die holen irgendwann mal. Wozu wird mal eine große Karte rausgeholt? Mal so wirklich klar, wo jetzt das Ziel ist. Das bringt irgendwie beides nichts. Ich bin gespannt, ob noch ein Riesen Leben ist. Hm, das Blut läuft noch also. Gut möglich. So lange tot sind sie noch gar nicht. Irgendwie noch so das Haus aus der Baumstamm. Tut er. Oh, da müssen wir dran hüpfen. Ist das kleine zu klein oder? Nee, da müssen wir auf. Oha. Gruselig. Ein Blutfluss.
Angst. Und wer dem es nicht gefällt, das wollen wir. Das wollen wir aufräumen. Und jetzt haben wir das Bein abgehackt. Gut haben. Genau, keine Zeit zum Ausgucken hätten. Ich ziehe das mal rüber. Oha, eine Armbrust. Ich glaube es langsam, dass wir die klein sind. Dass die anderen einfach normal groß sind. Und die beiden Brüder hier einfach. Eine sehr winzige Rasse kommen. Unser Gnomenvolk. Sehr winzig ist. Ach du Schande. Maya Lapa! Falila! Oh, Nayi! Ja! Und der war schon tot. Und wir müssen da lang. Wir spazieren ein Stück entlang. Ich dachte, da sind wir gleich am Leben. Boah, geht's. Schönes Blutbad. Bah, getrieben Blut. Was treiben die da unten? Sehen wir aus wie ein Baal-Anhänger. Wenn das nicht in die. Ha, wir werden damit geopfert. Sehen.
lassen wir sie im Stich. Nicht unser Problem. Wir mischen uns ein. Jetzt auch dazu, wir uns einmischen. Wir haben doch hier gegen Gott ist ein. Gegen Gott ist ein. Zwei Menschen, die sich anheben. Vielleicht. Können wir auf den gegen Gott. Moment. Was? Was der mit dem Gott geschlachtet? Das muss helfen oder was? Vorbei können wir jetzt nicht wirklich. Oder doch? Und die arme Frau retten. Das Wasser gelaufen. Spielfehler. Raba. Nur das Menschenopfer gerettet. Ah, wir waren ja rot. Das, okay. Der Spielfehler war, dass wir vorher schon nicht so zu gern sind. Das Blut hätte dranbleiben müssen. Deswegen. Das hätte Sinn gemacht, wenn wir dann das rote Figur. Der vor durch Wasserfall gesprungen. Bootslevel, oh nein. Wasser. Das kann auch in die Hose gehen. Also machen wir es. Hm.
Eine Wildwasserfahrt würde ich das jetzt nicht nennen. Eine Wasserfahrt als wild. Ist schon mit zerschellen. Wir wollen hier nicht Titanic-Zeit mit nur spielen. Den Film gibt es wirklich. Titanic-Zeit mit nur. Schaut ihn euch bitte nie an. Der ist nicht zu empfehlen. Wirklich nicht. Recht für mich. Ich habe ihn, glaube ich, nie gesehen, aber ich habe ihn selbst nicht den Fehler gemacht. Ich meine, man ist so ein bisschen. Von der Ewigkeit habe ich mal eine Zusammenfassung davon. So ein ich meine, finde ich mich gut, sondern da ging es so ein bisschen darum. Ich glaube, dass da so irgendwie nochmal eine Geschichte irgendwie mit. Was danach passiert, irgendwie, oder keine Ahnung. Zweite Titanic nochmal aufbricht. Und nochmal so. Araba! Aga! Also hier wird angelegt. Das Aussteigen. Ist schon fort. Sind schon so weit im Norden gekommen. Eine halbe Weltumrundung gemacht. Um jetzt am Nordpol zu sein, beziehungsweise Südpol. Je nachdem. Aha, riesige Schildkröte. Oder ein normal großes Schildkrötenbaby. Je nachdem. Geklettert. Hey, Maya! Der Neue wartet auf dich. Naja. Oh, ein eingefrorener Mensch oder was? Una.
Aya? Die Maboya, Malia. Die Mabu, Malia. Können wir nicht. Aber den Baum können wir. Und dann Ziege. Nicht viel gemacht. Dann versuchen wir es mal an dem Baum hier. Gaia? Komm. Sehr schön. Und weiter geht die Reise. Und das unbekannte Ziel. Mit den Menschen passiert, dass die hier angefroren sind. Das ist ja mysteriös. Der eingefrorene Skelett. Schießen. Bah. Ich kann ja vielleicht drüben uns helfen. Hier die Zugbrücke runterlassen. Er kann sich jetzt hier durchquetschen. Ja.
würde es nicht sagen, aber... Ein Eisdrache. Und ich sehe ein Yeti oder so. Irgendwas hat doch diese Menschen, die Menschen, die hier rumstehen, auch vereist. Verarscht auch. Dann müssen wir sie mal wieder zurücklassen. Oh, sie kann aber weit springen. Ich nicht erwartet. Otter. Wir sollen uns verstecken. Muss ich wissen, wann der weg ist. Weiter. Oh, nein. Sehr hoch hier. Nichts für Höhenangst. Jetzt sind wir hier durch Sicherheit oder was? Offensichtlich nicht. Zu langsam. Buna. So viel knapp.
Anabadi. Maya. Alila. Okay. Nayita. Eba. Wir sind wohl schon zu dritt. Nur hart die Polarlichter. Das ist wirklich so weit gekommen. Tama! Ila Naya! Ila! Na, Tama! Mabadi! Hier! Ja, wir weiterziehen oder? Was ist die Sache hier? Das Gefühl, dass wir den Unsichtbaren noch mal wiedersehen. Das war so klar. Dass hier ein Monster ist. Jetzt wird's gruselig. Ach du Heilige. Was zum Fick? Bisher war das Spiel noch. Jetzt haben wir hier einen Spinnen. Ein Spinnenfrau. Ah, nee. Komm, hör mir bitte auf. Lass es dich schnell besiegen. Verbrenne es, bevor es erlegt. Ach. Beinchen rausziehen. Ja, geht's. Meine Arachnophobie gefällt dieses Spiel gerade gar nicht. Nee, wirklich nicht. Lass das mal schnell. Was war das mal so schnell wie möglich beenden? Das sind zu viele Beinchen. Ja, weg damit. Ich bin da wieder hier. Davon träume ich doch heute Nacht schlecht. Oh no. Ist verwundet.
Was macht er jetzt? Was will er da ausrichten? Ich bin es tot. Es verbrennt den Kadaver. Baum. Naja. Lauer, Nahi. Taye, Ilai. Lauer, ja. Okay, was passiert jetzt? Sollen wir uns die Blüten vom Baum? Und das ist das Heilmittel, was der Vater braucht. Der große Bruder unten stirbt. Letzter Weg. Hier müssen wir lang, dachte ich mir schon. Das ist entweder zum Runter- oder zum Raufklettern ist. Ein Nest. Oh, und hier haben wir das. Die magische Flüssigkeit. Das war unser Ziel, die ganze Zeit. Das magische Wasser.
Vielleicht muss ich noch eine zweite Flasche mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Den Bruder noch zu retten. Und der Rutsch wieder runter. Oh nö. Das ist nicht wahr. Was für ein trauriges Ende hier. Wer weiß, ob das Ende ist, aber. Das traurige Ende von dem großen Bruder. Das tun wir unsere schwerste Aufgabe. Aufbereiten. Wollen wir es noch zuschütten oder? Das war so. Yeah.
Ja, ich wusste, dass das falsch ist. Jetzt haben wir noch hergenannt. Medizin mit. Dafür bist du doch gekommen. Ein Stückchen ist doch bestimmt noch drin. Wenigstens noch. Dann fliegen wir nochmal die ganzen. Wir hätten von Anfang an fliegen sollen. Fliegt in der Ruhe. Verdammt. Wir sind die ganze Zeit gelaufen. Wie bescheuert. Okay. Jetzt haben wir nicht mehr so schönes Wetter. Was jetzt haben wir wenigstens noch die Medizin dabei, dass wir dem Vater noch irgendwie helfen können, dann muss der jetzt auch noch
der ist ein Waisenkind. Was mich gerade ein bisschen skeptisch macht. Da gab es gerade zwei Steine, an denen man hochhängen kann. Hab ich da was verkackt? Unser Bruder kann mir nicht mehr helfen. Ich muss das selbst schaffen. Weißt du, was ich cool finde? Wir steuern jetzt mit. Wir schwimmen mit WASD und der Leertaste. Das ist eine. Das war die Steuerung vom Bruder. Das ist so ein kleines Detail, was man zum Spiel nicht gesehen hat, aber wir schwimmen mit WASD und der Leertaste. Das ist. Muss man mal hervorheben. Ist. Und auch den Hebel betätigen mit der Leertaste. Cool, das ist das letzte Spielmechanik. Und der Leertaste hüpfen wir hier hoch. Ja. Leertaste war die ganze Zeit der große Bruder. Genial. Ati, Ati, Daba. Abi. Heno, Heno. Da kriegen wir keinen Deus Ex Machina mehr. Mein Bruder wird auf einmal von Toten wiederbelebt. Ja, mal schauen, vielleicht kriegen wir das noch.
da kommen die Credits. Und da war Brothers A Tale of Two Sons durchgespielt. Jetzt noch ein Song. Ja, trauriges Ende. Ein bisschen. Nicht nur ein bisschen. Auch irgendwie, ja, auch ein bisschen fröhlich, weil der Vater wurde gerettet. Naja, ein etwas kürzeres Projekt. Durchgespielt. Anderthalb Streams. Na, zwei Streams. Im ersten Stream, wo wir das gespielt haben, haben wir noch ein bisschen ein Todia davor gespielt, aber ich glaube, das ist auch nur eine Stunde oder so. Das ist, ja. Ist ein kürzeres Spiel, aber deswegen nicht unbedingt schlechter. War das die Steuerung? Ich habe mich kurz mal über die Steuerung beschwert, aber die Steuerung war ein bisschen klobig mit der Tastatur. An manchen Ecken ziemlich schwierig, die beiden gleichzeitig zu steuern. Aber ja, es ist trotzdem irgendwie. Hat Spaß gemacht, das Spiel. Kann ich sehr empfehlen. Wenn es euch Spaß gemacht hat beim Zuschauen, holt es euch vielleicht selbst mal. Vielleicht ist das irgendwann Sale oder. Ich habe es damals, glaube ich, kostenlos auf Epic mitgenommen. Ja, ich habe das kostenlos auf Epic mitgenommen. Ansonsten. Ja, ich glaube, das kostet auch nicht so die Welt, wenn das da. Also gibt es das ansonsten immer im Sale oder angeboten. Ja, tolles Spiel. Kann man spielen. Kann man sich mal geben. Hat mir echt Spaß gemacht. Ja, danke fürs Zuschauen. Das sage ich schon mal. Bis zum nächsten Projekt. Bis zum nächsten Stream-Projekt. Das ist jetzt das einmal, jetzt habe ich das irgendwie nur zwei Stream-Parts und hochgeladen, aber ja, was soll's. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao, YouTube. Thank you.